Also, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe ja auch in den letzten Reactions gesagt gehabt, so dieser Monat wird sehr, sehr cringe. Und ich habe Nachrichten bekommen mit, ey, bitte reagier auf das Video, dies und das. Und dann haben die mir quasi erzählt, so was quasi das Thema vom Video ist. Und habe ich nur gesehen, Queen Gypsy und Alicia Gray. Und da habe ich schon dieses Puzzle quasi vollendet und dachte mir, Tom, darauf müssen wir auf jeden Fall reagieren, weil das wird sehr, sehr unangenehm. Und hier steht irgendwas im Titel mit, es ist wieder. Boah, der Satz ist doch halb angefangen. Es ist wieder und dann Street Fighter Hauptwache. Queen Gypsy und Queen Drama. Queen Drama ist nicht im Spiel. Queen Gypsy und Alicia Gray. Habt ihr Bock, Chat? Warte, ich bin sehr gespannt. Warte, wie als würdest du so ein Gameboy öffnen und gerade so ein Spiel spielen wollen. Warte. Ich will das nur klären. Ist es dein Ernst gerade, Fazi? Das Ding ist, wir haben ja letztes mitbekommen, sie hat so voll die Typenveränderung hinter sich. Hat sich die Stimme auch verändert? Weil hätte ich jetzt nicht geguckt, ich hätte gedacht, sie wäre ein Typ. Wenn ich jetzt einfach, ich mache Auge zu und ich höre mir das nochmal an. Ich will das nur klären. Ist es dein Ernst gerade, Fazi? Baller, das ist nicht Queen Alicia Gray. Das ist 100% jemand anderes. Die Sache klären, sachlich. Weißt du, ihr geht an die Öffentlichkeit die ganze Zeit. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir klären das so direkt Gesicht an Gesicht, dass wir die ganze Zeit so separate Videos drehen. Ja. Wegen dieser Person hatte ich 4 Wochen Depression gehabt und da... Bruder, das ist eine andere Stimme. Oder bin ich gerade, sind die Kopfhörer wieder kaputt? Das ist doch eine andere Stimme, Chat, oder nicht? Und mir ging es überhaupt nicht gut. Und was sie jetzt hier auf einmal sucht... Ich hab sie gerufen. Hast du nicht verstanden, was ich im Video gesagt habe, Junge? Wenn du reden möchtest, dann komm zu mir. Okay, dann komm ich, kein Problem. Warte, aber nicht ganz eskalieren, ja? Du bist mein Bodyguard heute. Sowieso, also. Da wird schon nichts passieren, ne? Du brauchst ja nicht so eine Attitude schieben. Wir sind jetzt nicht bei der Schauspielschule, ne? Das weißt du ganz genau. Aber auf youtube.com/pumpymonkey. Benehm dich bitte wie eine erwachsene Frau und nicht so, weil das ist peinlich. Ich mach das im Gegensatz zu dir. Bruder, die war 100% letzte Woche auf Konzert. Bruder, ihre Stimme ist weg. Ihre Stimme ist immer noch auf Tribüne. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich auch einmal hier den Experten rausholen. So. Und zwar gehe ich jetzt einmal auf den Account von Alicia Gray. Bruder, 10. November. Wie lange ist das jetzt her, Chat? Weil, hier sieht man es, am 10. November hatten die beiden zusammen ein Bild hochgeladen. Das ist jetzt, okay, 2 Monate her. Okay, in 60 Tagen kann natürlich viel passieren. Aber, Digga, ich hatte die immer nur in Dings-Erinnerung, dass die irgendwie gut miteinander sind. Boah, Bruder, wir wollen alle den Kampf sehen. Wir müssen zurück. Nette Überraschung, auf jeden Fall. Was sollte das überhaupt? Ja, guck mal, ich habe gedacht, ihr beeft euch in der Öffentlichkeit die ganze Zeit. Warum nicht direkt so klären? Boah, guck mal, wenn Sonja und Huda Stress haben. Welche Dilara ist das? Sonja Mannikartell, Ewa. Ewa, sagt die Lara, ich begrüße Mannswerper aus Dietzenbach. Einsicht ist der beste Weg zur Besserung, sagte man. Wie gesagt, wenn Sonja und Huda Stress haben, dann bringe ich die auch immer zusammen, oder? Ja, lieber klären wir das an... Hey, 10. November sind 22 Tage. Bruder, ich habe das erste gesehen, was im Chat stand. Da stand 2 Monate. Hätte ich dir 6 Monate gesagt, hätte ich sogar 6 Monate gesagt. Dann sind es halt 22 Tage gewesen. Sorry. So, Kinder... Guck mal, 22 Tage und dann haben die sich in dem Zeitpunkt irgendwie gestritten. Anzuhalten. Ja, Mann. Genau. Also, sie hat mir jetzt ein bisschen das Problem geschildert, was ihr so habt. Das Problem ist, dass du ihr die Männer wegnimmst. Digga, wenn sie auf die Wahrheit nicht drauf klarkommt. Also, ich kann sie mal, wir fangen mal von vorne an. Du weißt, Dolly, dass ich deinen Narzissmus und deine Arroganz eine lange Zeit mitgenommen habe. Ich war für dich echt bei schweren Zeiten dabei. Aber als du... Was ist Narzissmus? Wer ist hier bitte Dolly, narzisstisch? Lass mich erst mal ausreden. Als du weißt ganz genau, dass ich mit Männern nichts zu tun habe. Ne? Ich mach kein Dinger wie du. Lass Seit mich wann mal bist aus- du... Dolly. Also, und als du den Mann versucht hast, hinter meinem Rücken, mit dem ich zusammen bin, anzuschreiben, sexuell und das zu begründen, dass du zu high warst, da habe ich den Strich durchgezogen. Aber... Du schiebst es jetzt gerade auf Roy 20, ist das dein Ernst, Digga? Dolly, lass mich aufreden. 100% die hat andere Stimme bekommen. Das ist gerade ungewohnt. Das ist nicht Alicia Gray, das ist irgendwas anderes. Das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ganze nicht real ist, Digga. Weil irgendwie aus nichts... Weil, guck mal, ich sag mal so, jetzt rein... Theoretisch, einfach für alle Perspektiven. Wir im Dezember, das ist der Monat, wo am meisten quasi, ne, durch die Hände fließt bei den ganzen YouTubern. Und guck mal, Alicia ist jetzt gerade nicht mehr so krass im Gespräch. Queen Gypsy genauso. Pumping denkt sich, okay, ich will sowieso jetzt Dezember durchziehen, brauche jetzt irgendwie was, um noch mehr Aufmerksamkeit zu ziehen. Das heißt, das ist Win-Win-Situation für alle drei. Queen Drama, Bruder, ich verwechsel die Namen, Alter. Queen Gypsy ist dann wieder im Gespräch, Alicia Gray genauso und Pumping hat sein Video mit den Aufrufen und wie sagt man, räumt quasi ab, wisst ihr, ich meine? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auf Ernst streiten. Im Prinzip haben wir ausgemacht, dass ich mit dir keinen Kontakt haben will und du hast das in der Öffentlichkeit gezogen, ne?
Und dass du als lange Freundin mich beleidigt hast und auf mein Make-up draufgegangen bist, finde ich nur ehrenlos und kindisch. Weil du kannst. Entschuldigung, aber was ist das bitte für ein Highlighter, Schwester? Was ist. Ja, das ist. Da denke ich mir jetzt, okay, Bruder, das kann nicht sein, dass es real ist, weil warum soll Queen Gypsy sich darauf einlassen, wenn Dolisha sagt, dein Make-up scheiße? Bruder, es haben so viele Leute schon Queen Gypsy beleidigt mit, guck mal, wie du aussiehst, das hat dir auch nicht gejuckt. Aber jetzt, weil Dolisha Gray sagt, Make-up ist hässlich und dein Highlighter, als ob deswegen Beef entsteht, wisst ihr, ich meine, kaufe ich nicht ab, Digga. Du bist Drag Queen, du kannst dich viel besser schminken als das, was du gerade hast, mit deinem Eyeliner, der gerade wirklich 80 Meter zu weit ist. Also für deine Fake-Sachen hast du echt ein ganz hohes Niveau. Aber Dolly, was ich dir sagen welche möchte... Welche Fake-Sachen, Girl? Dolly, welche? Dolly, wir wissen alle Bescheid, ist gut. Kurze Frage. Du hast mich im Internet als Bierte dargestellt. Stehst du immer noch dazu? Of course. Aber of course. Ich stehe so ein, was ich in meinen Videos sage. Ja, aber wenigstens sehe ich zwar aus wie eine Bierte, aber ich habe keine Dates im Vergleich zu dir und bin literally eine Bierte. Zumindestens trage ich nicht irgendeinen Mantel, der mich macht, als ich eh schon bin. Dolly. Warte mal, ganz kurz, bevor es losgeht. Also, wir wissen, Thumbnail hat gesagt Street Fighter, das heißt, wir müssen uns natürlich dementsprechend auch vorbereiten. Bruder, das kann eine gute Quote werden. 10er geht auf Queen Gypsy, 100%. Was sagt ihr, quotentechnisch, auf wen tippt ihr? Ich tipp auf Queen Gypsy, 100%. Bruder, einfach vom Erscheinungsbild schon. Die muss nur einmal kurz dingsen und dann ist sie weg. Was tust du das Geschäft? Darstellen, als ob das irgendwas Schlechtes ist. War sie ertrunken? Danke, Gypsy, hat gut getan. Aber war nicht so feucht wie der von meinem Ex-Sugar Daddy gestern. Ich bin im Schock. Vor allem das Ding ist, guck mal, okay, man sagt jetzt Geste. Wenn ich jetzt einer Person einfach Wasser ins Gesicht schütte, natürlich wird jeder durchdrehen. Einfach wegen der Geste, nicht wegen der Flüssigkeit. Weil man sich denkt, respektlos so, ne? Aber Bruder, manche stellen sich auch an, das ist Regen. Gehst einmal raus, regnet genauso. Ich wollte das klären, das eskaliert. Typisch Hauptwache-Vibes. Halt deinen Mund vor. Ich weiß ganz genau, dass ich in der Vergangenheit eine erstmal jetzt auf Stressbasis schnell eine Kippe anmachen. Störung hatte. Du hast versucht, mir da zu helfen und jetzt beleidigst du mich als Unter welchen Barrikaden warst du? Darf man darüber brauchen? Du darfst, als ob das irgendwas Schlechtes ist. Hab ich nicht. Wenn du mich als Irrte beleidigst, dann musst du damit rechnen. Aber unter der Linie zu gehen und zu sagen, dass ich aussehe, obwohl du weißt, was für eine Vergangenheit ich hatte, schämst du dich nicht, vor der Kamera so eine abzuziehen? Sei aber gerade froh, dass ich wirklich 2 Tage lang gearbeitet habe und echt... Oh, Digga, das ist so Ausreden, ne? Ich schwör's, ihr kennt diese Leute, die wollen sich gerade so schlagen und dann in dem Moment so, sei froh, dass ich gerade irgendwie heute die falsche Kleidung anhab. Heute habe ich Jeans an, mit Jogginghose wäre ganz anders gewesen. Ich schwör, beste Ausrede. Nerven habt ihr einfach einen auf die... Wirklich. So respektlos, wie du mit mir umgegangen bist über WhatsApp. Ich blockiert das ständig, dieses Kindergarten. Wieso soll ich dich nicht blockieren? Wahrheit nicht drauf, klar, kommst nicht. Auf welche Wahrheit? Auf welche Wahrheit? Dass er mehr auf mich steht und nicht auf dich steht. Dolly, das war asozial. Du wusstest ganz genau, dass ich mit dem zusammen war. Bist du krank? Um mich im Internet... Mich im Internet als asozial darstellen zu lassen. Obwohl du die Einzige warst, als ich sogar mit John Broke Videos gegen den gemacht habe, mit dem sogar noch drehen wolltest, weil du gesagt hast, Fame ist wichtiger. Hinter John Broke wusstest du ganz genau, dass du das in die Öffentlichkeit gesteckt hast. War schon wirklich unterste Kategorie. Wirklich, du hast ganz genau gewusst, dass John Broke... Warte, man denkt einfach, Sonjas Sohn, wahrscheinlich. Bruder, ich bin heute echt durch den Wind, ne? Man denkt einfach, Sonjas Tochter von Pumping. Gefühle dahinter gesteckt haben. Also, ich wollte dir wirklich eine Chance geben, Dolly. Aber du weißt... Chance, wenn du mich hier mit Wasser nachspritzt, geht's ja nicht gut, Mädchen. Alter, mit Wasser, okay, das ist schon heftig. Da hätte eine Platzwunde entstehen können. Bruder, da musst du aufpassen. Das kannst du nicht Wasserleuten ins Gesicht spritzen, Alter. Nach, du weißt, was für Struggle ich habe mit meinem Body. Und du weißt, dass ich eine Essstörung hatte. Und sowas zu sagen, dafür hast du mehr verdient als das Wasser. Deswegen isst du jeden Tag so viel. Nicht wundern, Mädchen. Nicht handgreiflich werden. Also, okay. Es tut mir leid mit dem Wasser. Aber noch ich bin nicht Bodyshaming oder irgend so. Kommt jetzt bloß nicht auf die Idee, sowas in die Kommentare zu schreiben. Aber andere Angreifspunkte hatte ich in dem Moment nicht. Wenn sie mich als Gott schlecht darstellen... Ich habe dich als hast du gerade. Ich habe gesagt, du nennst mich... Kleine Sache nur von mir. Sobald die Kippe aus ist, geht es los. Das heißt, es ist wie so eine Sanduhr, die jetzt gerade runtergeht, weniger Sand wird und dann geht's los. Glaub mir, wenn die Kippe aus ist, das ist schon dieser Balken. Wir können uns nach der Kippe orientieren, wann der Fight entsteht. Wenn du im Schutz nehmen willst, dann nenn mich nicht als Irrte, dass ich mich anziehe wie eine Irrte. Schämst du dich nicht, aufs Äußere zu gehen, Dolly?
Welchen Kontext, wenn du mich als nennst? Welchen Kontext? Jolly, du hast mich in deinen Videos ganz genau, dass ich eine Stimm-OP hatte und dass du hier gerade so rumschreist. Was hat das mit der Stimm-OP zu tun? Dolly, du hast einfach keine Argumente. Du weißt, dass du im Falschen bist. Ich habe dir gesagt, ich gebe dir die Möglichkeit, entschuldige dich bei mir für dein Verhalten. Und du hast es nicht gemacht und hast es in der Öffentlichkeit gezogen, weil ich den Abstand brauchte. Dolly, du verstehst es nicht, dass Menschen Abstand brauchen. Nur weil wir gerade Corona haben, deswegen brauchen wir Abstand. Aber sonst brauche ich eigentlich gefühlt jeden Tag Abstand von dir, weil so Lügen, die du verbreitet hast über mich in der Öffentlichkeit, mit irgendwelchen Exposing, über was willst du mich denn... Das Problem ist, ich weiß gar nicht, was überhaupt da los war, ne? Also ich weiß gar nicht, was da überhaupt zwischen denen passiert ist, was veröffentlicht wurde und was nicht. Ich habe jetzt einfach nur mitbekommen, die haben Beef, aber wie der Beef entstanden ist, habe ich auch keinen Plan. Das kann nicht wegen dem Make-up sein, Bruder. Welcher Mensch regt sich über Make-up auf? Bruder, die Queen Gypsy wurde von A bis Z von irgendwelchen Leuten auf der Straße beleidigt. Denkt ihr wirklich, die juckt es, wenn Dolisha Gray sagt, dein Make-up ist scheiße? Niemals. Das ist nicht der Grund gewesen, hundertprozentig. Komm mal! Über deine f***ing Lügen von Anfang an bis hinten und vorne. Erzähl du doch mal, warum du das in die Öffentlichkeit gezogen hast. Brauchtest du wieder Klicks? Sei ehrlich, brauchtest du wieder Klicks? Nicht. Ich habe ganz kurz, ich stopp sehr, sehr oft, aber ich muss auch zu manchen Punkten was sagen. Zum Thema Klicks und so, ich will jetzt keinen als Fame-Girl beurteilen oder betiteln. Aber ich kann schon bestätigen, dass Dolisha Gray auf jeden Fall die ganzen Klicks hinterher ist. So ist es nicht. Also sobald sie ein neues Video hat, schreibt sie mich immer an und sagt, ey Dennis, kannst du auf das Video reagieren? Was ja auch nicht schlimm ist im Endeffekt. Ich nehme es ja keinem übel so. Im Endeffekt habe ich ja auch Content. Aber die letzten Videos, die sie mir da als Link reingeschickt hat, waren absolut langweilig. Die konnte ich mir nicht anschauen. Oder beziehungsweise ich konnte sie mir nicht komplett anschauen. Sie schreibt mich aber halt immer an mit so, ey, ja, kannst du auf das Video reagieren? Bitte reagier auf das Video, dies und das. Also wenn es um den Punkt geht, muss ich auf jeden Fall sagen, Queen Gypsy, gebe ich dir recht. Aber beide sind, wenn man so schaut, sind beide auch ein bisschen die Klicks hinterher, ne? Du hast nicht zuerst in die Öffentlichkeit gesteckt und das weiß auch jeder ganz genau, dass du die erste, was sie das in das Video gesagt hat. Ich habe gesagt, dass wir keinen Kontakt haben. Du hast damit angefangen, Bullshit zu labern. Gefragt haben und gesagt haben, was das öffentlich, Dolly, oder was? Natürlich mache ich das öffentlich dann, wenn die Leute mich fragen, was hier abgeht. Dolly, ich hätte dir wirklich aber dann... You have been the first person. Junge, bitte redet Deutsch, not English. Game, and you know this. Dolly, ich habe gesagt, dass wir Streit haben. Du hast Gründe genannt, die komplette Lügen waren und hast mich beleidigt im Internet. Bezeichnest mich als Fett. Schämst du dich nicht nach all den Jahren? Ich hätte dir verziehen, aber dieser Spruch ging gar nicht. Und ich habe dich als du hast mich als Fett im Internet dargestellt. Genau, Junge, dass ich das nicht so meine. Du meinst, dass ich mich als zu bezeichnen? Wenn du mein Geschäft schlecht darstellst. Keiner hat dein Junge, ich hab hier gleich einen epileptischen Anfall. Junge, hör auf mit dieser Scheiß-Dings. Bruder, ich verstehe ja, wenn irgendwelche Beleidigungen kommen, die muss man zensieren, aber Bruder, mach doch das Bild nochmal. Weil das flackert alles. Schlecht dargestellt, dann bezeichnet. Die Leute unten denken wahrscheinlich, ich spiele irgendein Ballerspiel, Alter. Weil ich nicht als so dargestellt habe. Wie eine Du hast gar kein Benehmen, kein Respekt, kommst nicht auf die Wahrheit drauf klar, dass er dir einen Korb gegeben hat. Und das ist dein Problem, Mädchen. Also genau. Nicht an vergebene Männer ranmachen, ist okay? Vergebene Männer, wo wart ihr denn bitte zusammen? Wie war denn eine Beziehung? Wäre dann Narzissmus? Würdest du einmal wo richtig zuhören? Wo wart ihr bitte zusammen? Wo? Würdest wo du einmal mir richtig zuhören? Er hat mir die Chatverläufe gezeigt, wo du dich billig an ihn rangemacht hast. Mit Duellen. Warte mal, geht's jetzt um einen Typen? Es geht um einen Typen, mit dem ich zusammen war. Und Dolly, der Typ hat mir die Verläufe geschickt. Dolly hat dir diesen Typen weggenommen. Sie hat im Prinzip ihm geschrieben mit Bildern und mit Nachrichten. Obwohl wir befreundet waren und sie wusste stimmt, davon. Sie labert so ein Bullshit daran nicht. Was stimmt daran? Was stimmt daran? Es ist ab und zu sehr eskaliert und deshalb zeige ich nicht alles mehr auf Instagram. Warum fängt die da so an wie diese ganzen TikToker, Bruder? Walla. Alles wie. Das ist doch alles, Bruder. TikTok, 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 Bruder. Das ist jetzt gerade wirklich TikTok-Niveau. Ja, aber jetzt. Ja, klar. Ich muss natürlich wieder auf die Scheiße reinfallen. Wer geht auf Instagram? Dennis. Aber ich sag mal so, wollen wir uns das am Ende angucken mit Instagram? Ich glaube, wäre besser, oder? Ja, wir gucken uns das am Ende an. Nicht, dass wir uns jetzt irgendwie spoilern. So. Lass uns das Video erstmal zu Ende gucken und dann gehen wir auf Instagram. Am Ende fallen wir in die Falle rein. Hör auf, Scheiße vor der Kamera zu sagen, Junge. Ich schwöre. Du laberst so eine Scheiße. Anstatt aggressiv zu werden, dann hau doch mal die Fakten auf den Tisch. Fakten? Ja. Dass der auf mich steht, soll ich es dir zeigen auf WhatsApp? Ja, soll ich es dir zeigen? Ja. Also sie hat keine Fakten, das ist halt einfach nur... Er hat mir die Verläufe gezeigt und du wusstest, dass wir zusammen waren. Also, guck mal, grundsätzlich, wir gehen jetzt davon aus, ich habe keinen Plan, wo A ist und wo B ist, ne? Also ich habe jetzt nicht diesen Zusammenhang so krass verstanden, aber ich gehe jetzt mal davon aus, es geht um Queen Gypsy, die hat einen Typen kennengelernt, die haben sich gut verstanden, waren wohl auch zusammen. Und Dolisha Gray ist um die Ecke gekommen und hat sich versucht, den dann auszuspannen. Also die hat versucht, diesen Freund dann klar zu machen. Und damit ist Queen Gypsy nicht klargekommen.
Muss ich aber auch sagen, gebe ich Queen Gypsy für 100% recht, weil wenn du vergeben bist, dann bist du vergeben. Dann sollte sich kein anderer oder auch geschweige denn keine Freundin dazwischen stellen und sich und diesen Typen ausspannen. Bis ich meine, gehört ihr, soll sich einen anderen suchen. Denke ich mir so, weißt du? Aber wie gesagt, ich habe jetzt Bock, ein paar Bomben zu sehen, deswegen müssen wir weiter gucken. Mitleid. Nicht schämen. Okay, findest du das okay? Warum gehst du nicht? Ich habe sie eingeladen. Ich habe sie eingeladen. Dich auch. Guck mal, ich habe einen Vorschlag. Vergleichst du mich mit dieser Dame? Niemals, nein. Aber ich habe einen Vorschlag für euch. Ihr kennt ja meine Boxshow. Machen wir es doch einfach, ohne das in die Länge zu ziehen. Guck mal, ich sehe, ihr habt Hass, du schützt sie. Was ins Gesicht, sie will dich schlagen. Geht doch beide einfach in den Ring. Hättet ihr denn Interesse? Also, Gypsy? Nach dem Spruch, den du mir heute genannt hast, habe ich richtig Interesse. Oh, ist fake, Bruder, ich sag dir ehrlich. Also, ich find's enttäuschend. Teilweise, weil, Bruder, das ist, glaube ich, kann sein, dass die Beef haben, dass sie sich vielleicht nicht verstehen, aber die wissen ganz genau, dass sie das Ganze ins Internet ziehen können, in die Öffentlichkeit ziehen können und dann profitieren können. Bruder, ich erwarte jetzt, dass hier eine Bombe Minimum fällt, sonst dislike ich das Video. Nicht, weil ich sage, ich mag Fatih nicht oder ich mag das Video nicht, aber Bruder, das, was ich quasi erwarte, soll auch im Video passieren. Aber wenn wir jetzt darauf hinaufarbeiten müssen und bis nächste Woche warten müssen, bis wir das richtige Video sehen, wo die sich boxen, Bruder, dann dislike ich das Video aus Prinzip. Ich sag dir ehrlich, weil das ist dann ekelhaft. Wenn die sich boxen, dann jetzt. Okay, und das weißt du ganz genau, Dolly. Aber mal gucken, ob du so feige. I wanna know. So bist du also, Mädchen, ich schwöre. Dolly, for real, deine affektierte Art ist einfach nur peinlich hier. Affektiert? Du, das ist einfach nur peinlich, ganz ehrlich. Es gibt viele Personen. Ich war immer echt. Aber was du für Reichweite gemacht hast, das hat noch keiner gemacht. Und das weißt du ganz genau. Und das wirst du auch im Boxkampf sehen. Ich dachte, dass wir heute irgendwie so Umfragen drehen, was ihr immer so labert. Ihr wisst Bescheid, Leute. Aber wann ist dieser Boxkampf? Bruder, hat mich echt enttäuscht, Walla. Also muss ich auch jetzt zu Pumping sprechen. Walla, Bruder, hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass wir jetzt hier auf jeden Fall nicht das bekommen haben, was wir quasi erwartet haben. Bruder, das ist Müll. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, inwiefern das Ganze abgesprochen wurde, aber für mich fühlt sich das an, als wäre das wirklich abgesprochen. Warte, ich bin enttäuscht. Chef, ihr wollt euch eine weiße Unterhose bestellen, die kommt einfach rosa an. So enttäuscht bin ich gerade, Digga. Sagt ihr mir das? In 2 Wochen. In 2 Wochen? Gypsy? Ja. Okay, let's do it. Echt jetzt? Ja. Okay, Leute, ihr habt's gehört, wir machen daraus einen Boxkampf. Sorry, dass ich so oberflächlich bin und ich weiß, es ist etwas gemein, Leute. Aber guckt euch einfach mit diesen Eyeliner-Strich an, Girl. Tut mir leid, aber wenn du oberflächlich mich fertig machst, und das weißt du ganz genau, mache ich dich 20-fach oberflächlich fertig. Sogar mit meiner Spucke, die gerade... Du hast dich heute dran gewöhnt, Wasser ins Gesicht zu bekommen. Das ist schon mal gut, denn das nächste Mal wird's was anderes sein. Und dabei bleibt's. Okay, ich fand das einfach nur crazy. Asozial? Nee, also Dolly weiß, dass ich eine Essstörung hatte und als sie mich da als fett bezeichnet hat, sowas mache ich eigentlich nicht. Aber das ging wirklich einfach gar nicht. Und einfach diese affektierte Schauspielerart, so ist Dolly nicht in echt. Und dass sie das jetzt gerade vor der Kamera zeigt, finde ich peinlich und ekelhaft. Dann, wie gesagt, Leute, also dass ihr so einen Hass aufeinander habt, hätte ich nicht gedacht. Ich wusste ja wirklich nicht, um was es geht. Ich habe die beiden nur gerufen, um das klären zu können, aber es ist sehr eskaliert. Das hätte ich nicht erwartet. Aber wie gesagt, wir legen das auf einen Boxkampf. Weg. Schade. Walla. Sehr, sehr schade. Das Ding ist, ich sag dir ehrlich, ich habe das Video nicht gesehen, weil ich sage, ich hab Hass auf irgendjemand oder ich mag ihn nicht, auf gar keinen Fall. Aber Bruder, ich erwarte gerade in dem Moment, dass wir in diesem Video gerade einen Fight haben und es kommt kein Fight. Wir werden quasi heiß gemacht und dann kommt einfach nächste Woche erst der Boxkampf, wo wir erst richtig Bomben fliegen sehen. Das ist echt traurig, Bruder. Das ist sehr, sehr schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ach so, Insta-Story sollten wir gucken. Stimmt, warte mal. Also für deine Fake-Sache hast du echt einen ganz hohen... Ja, Bro. Ah, schade, Digga. War da sehr, sehr schade. Auf Instagram war nichts, was man sich jetzt angucken müsste. Das war genau das gleiche, was wir im Video gesehen haben. Also ich dachte jetzt, auf der Instagram-Story kommt wenigstens ein Video, wo man wirklich was sieht, so, weißt du? Nicht, dass ich sage, ich bin für Gewalt, auf gar keinen Fall, aber Bruder, wenn das da schon so angeteasert wird, dann erwarte ich natürlich auch, dass da irgendwas passiert, so. Dann hätte man wenigstens noch den Moralpass spielen können und sagen können, oh, fuck, ist voll scheiße und so. Schlagt euch nicht, so, weißt du? Aber nicht mal den konnte ich bringen. Ja, so dieser Moralpass chillt hier gerade. Herzschmerz.